Wie geht's euch? Wie steht's euch? Alles Hallo. klar, Mann? Bei mir steht's gut. Und bei dir so, Hockey? Ah ja. Ich hab geerntet, es kam eine giftige Kartoffel raus und die esse ich jetzt. Okay. Ja, guten Appetit. Peter, die kann ich nicht die essen. Ist ja grün und verschimmelt Möchte... und ekelhaft. Hier, Fully. Warum hast du mich geschlagen? Morgen, zeig mal deinen neuen Kampftrick. Oh ja. Wir machen ja. Shield-Only Enderdrache. Ja. Yeah. Das? Euer Dart geblockt! So, indem man sich die Mainhand nimmt oder was? Ja, ja. ja. Weil wir sollten aufpassen, nicht, dass wir den Golem verprügeln. Oh, Morgi, komm mal mit. Komm mal mit, Morgi. Schlag ihn mal. Schlag ihn. Pass mal auf, wenn du dich hier oben hinstellst und auf unser Dorf guckst. Wenn ich was? Wenn du jetzt hier auf unser Dorf guckst und dann die Taste K drückst. Schönes Dorf, muss man sagen. Oh, der Shader einfach deaktiviert. Das ist der was? Look. Wunderschön. Warum? So sieht das Spiel jetzt aus. Jetzt ist mein Shader wieder da. Das war ja das so scheiße auch das Ganze. Es ist, also wenn man den Direktvergleich sieht, dann ist schon triss. Und Hockey, du wolltest so spielen, es war dir egal. Du ja, dachtest, ja. Ich wollte so spielen. Die Beleuchtung macht halt auch nein, viel aus. Ne? Hockey wollte spielen. Ich meine, also ich muss jetzt mal eine Ansage an alle machen. Warte, bin ich verloren, Maeve, oder also, ist die Beleuchtung? Also an die Zuschauer, damit ihr wisst, was wir machen. Wir wollen jetzt Enderman wahrscheinlich farmen, für Enderperlen, weil wir wollen ja ins Ende. Aber ich habe ja diesen Braustand letztes Mal gebaut und ich habe mir was für euch vorbereitet. Hier in der Kiste ist für jeden von euch dann ein Trank der Nachtsicht, den können wir mitnehmen, wenn wir dann runtergehen. Dann brauchen ist vielleicht angenehm. So, ich hatte gerade die Ressourcen dafür, warum nicht? Hockey hat und ein Stärketrank, wer will. Schon ein bisschen was gebraut für uns. Und Stärketrank. Ja. Und jetzt wird es halt relevant. Also diese Stärketränke und so, Nachtsicht, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist eine nette Spielerei. Was aber wichtig ist, ich habe ganz viele Regenerationstränke gemacht. Jetzt ist das wollte ich euch fragen. Wir haben die Möglichkeit, entweder, also die normalen Regenerationstränke, die laufen 45 Sekunden lang. Dann hört es auf, der Regenerationseffekt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auf zwei Arten, ja, echt so, Alter. Ich mache hier eine Ansage, nicht zu mir, Junge, verpiss dich mal. Alter, was willst du? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, diesen Trank aufzuboosten. Entweder mit Redstone, dann, also, wir können einen Regenerationsplus machen oder, ja, wer erklärt das jetzt? Also, kann der mal weggehen? Golem. Entweder wir erhöhen es so, dass der länger läuft, also 1 Minute 30 statt 45 Sekunden, oder er hält nur noch 22 Sekunden statt 45, aber dafür heilt er schneller. Was wollt ihr? Schnellere Heilung oder dass er länger an sich heilt? Ich glaube, länger an sich heilen ist euch besser. Die Frage ist... Was ist die Situation drauf? Also, okay. Da habe ich eine Frage dazu. Ich weiß nicht, ob du die Details soweit haben wirst, aber... Heilt das beides dann trotzdem gleich viele Herzen? Das eine heilt halt ein halbes Herz pro 2,5 Sekunden und das andere ein halbes Herz pro 1,2 Sekunden. Hallo. Steht hier. Und dann können wir bis zu 1,5 Minuten haben? Wait. Genau, ja. 1,30. Nee, dann machen wir doch die 1,5 Minuten, das bringt uns ja, doch viel mehr. Ja, dann ist das längere ja, doch besser. Das regeneriert ja trotzdem so beides schneller ziemlich ist schnell. Ja nicht. Das eine halt schneller, falls wir jetzt übel, weil wir jetzt die ganze Zeit so gehittet werden oder sowas. Es ist halt eine Option dafür. Also aber wenn ich nicht falsch gehört so habe, Spieler. Ist der Vorteil nicht so viel schneller. Nee, also es ist kein Riesenunterschied, aber ich wollte euch trotzdem fragen, weil ich denke, wir sollten sie auf jeden Fall aufrufen. Das ist halt nur die Frage, mit was dann. Du hast nichts falsch gemacht, ausnahmsweise mal. Ah, ich habe was falsch gemacht. Ich habe nämlich die Schilder im Hintergrund durch die Spiegelung von Morgis Helm gelesen und habe dafür nicht zugehört. Perfekt. Aber die Spiegelungen sind cool. Entschuldigung. Shit. Mir fehlt genau eine Gasträne, damit wir alle zwei Tränke haben können. Also wir müssen noch einen Gas killen im Nether. Ja. Kam noch jemand ein Schild für mich? Nein. Mach dir eins. Also Eisen haben wir ganz viel. Wir haben so aber viel Eisen und Holz in der Schild ein und dann baust du es nach. Ja. Wir haben so viel Holz. Was, ne? was muss ich nachbauen? Ich hab's nicht verstanden. Du kannst das Buch öffnen an der Werkbank, dann werden dir alle Rezepte auch gezeigt. Du brauchst Eisen und Holz. Und den Rest schaffst du alleine. Nee. Au. Ich hab gerade den Shader ausgemacht. Oh. Ah ja. Den hab ich auch mit K ausgemacht. Das ist, weil bei einem Sonnenuntergang ist es ja noch krasser. Also, ja, es Gott, ist natürlich ist das sehr Leben trist. So. Vor allem auch die Steine da hinten, diese Orangenen, die wir oben hingepackt haben, Lavablöcke, was das sind, die sehen richtig langweilig aus. Ja. Ohne Shader. Ja. Mit dem Shader ist hübsch. Und ich habe nicht mal den ihr benutzt. Ich habe ja hab ich jetzt, hab ich jetzt diese, hab ich das geschafft gerade, dass ein Creeper einen anderen Creeper umbringt? Nee. Johnny, wo bist du schon wieder? In der Höhle. Das wäre so geil, wenn wir noch so eine Was soll ich bei euch? Ich suche gerade ein bisschen Sachen. Was heißt Sachen? Ich suche hier Schienen. Damit ich entweder für die Festung am Ende Schienen dahin bauen kann oder gleich für den Enderwald. Ach ja, Johnny wollte unbedingt noch Schienen bauen, stimmt. Ja, ich will Schienen.
Ich hab da Lust drauf, dass wir einmal im Feld so ein bisschen Minecarts fahren. Ich find's aber gut, das dass du so verschieden bist als wir und das machen möchtest. Ich gehe immer meinen eigenen. Ich weiche einfach von eurem Weg ab. Ja, genau! Ich bin gut, dass du auf deinem Track bleibst, Alter. Ja, Mann. Was ist hier bei euch gerade, hier bei euch beiden? Was passiert hier? Ich weiß es auch nicht. Ich hab leider schockiert. Meine Eisenbahnflöte nicht, Vicky. Ja. Schade. Hättest du sie einmal gebraucht in deinem Leben, ne? Und die hab ich nicht eingepackt. Ich schau mal zu Johnny runter. Das klingt lustig mit den Schienen. Ich bin durch den Geheimgang im Keller gegangen. Mit Schienen durch die Mine. Ich bin beim Dammbruch. Auf jeden Fall, ja, zum Dammbruch sollte ich auch zurück, weil ich habe die Mine verloren. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe die Schienen aus der Mine schon. Die Minenschienen. Oh. Die, bei der Hockey und ich die ganze Zeit gestorben sind, nee, und du bei der, geweigert hast, uns zu helfen. Das geht nach einem Johnny-Ding. Hat dir da neuer Zeug gestohlen? Ich war genau in derselben Situation wie ihr und bin auch gegen die Zombies draufgegangen, so viel ich weiß. Beziehungsweise, ich konnte sie nicht bekämpfen, weil ich Angst vor denen hatte. Aber wir hatten auch keine Ausrüstung. Also, wir waren denen genauso ausgeliefert. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich dann mit reinrennen und sterben? Mithelfen? Ja! Hey, was bringt das? Gemacht? Ja, das war alles also sehr stark. Zu dritt ohne Ausrüstung. Ich finde, das hast du eine gute Entscheidung getroffen, reinzurennen und zu sterben. Zu dritt ohne Ausrüstung sind die ja wohl stärker als zu zweit ohne Ausrüstung. Morgi war umzingelt und hatte nur sein Schild. Und ich war oben und habe die ganze Zeit mit euch darüber geredet, dass die Zombies mich angreifen und ich sie gerade bekämpfe. Und ich Angst vor denen habe. Wie dem auch sei, ist ja auch Schnee von gestern. Ich weiß auch nicht, wo die Schienen sind. Pass auf, das ist eine ganz andere Mine, Morgi. Wollen wir die aufsuchen? Das ist die, wo wir noch mit den Booten. Wollen wir nicht dieses Ender-Dingens. Wie stellt man die Schienen her? Wir können her? Jetzt in den Wald gehen im Nether und dann. Wäre es nicht schnell, wenn wir sie einfach craften würden? Das geht nicht. Wir müssen ein paar Endermen killen und dann müssen wir craften. Nein, er meint die Schienen, glaube ich. Ja, ich meine die Schienen. Ja, die sind echt leichter, wenn man sie herstellt. Klar. Was sucht ihr da gerade danach, oder wie? In einem Main? Nein, ich hätte die halt mitgenommen, wenn ich das so, ja, so. Ach so, ja, weil wir damals. Jetzt check ich's. Ich stelle mal ein paar her. Ich stelle mal ein paar. Ich suche jetzt keine Mine. Doch, ich bin unten im Hauptraum. Ich suche aber auch ein bisschen Redstone, damit ich halt. Ich weiß nicht mehr, wie man hochkommt. Schienen machen kann, die uns beschleunigen, wa? Das ist natürlich auch ein bisschen Kohle, was wir auch brauchen. Niemand hat die Tür offen. Um Kohle zu. Ich meine, Kohle, ich habe super viele Bäume gepflanzt, weil ich denke, es ist wirklich am sinnvollsten, wenn wir einfach Holz verbrennen. Also Holzkohle machen. Ja. Irgendwie ja. Wie heißt Kohle? Ist halt echt, Kohle ist irgendwie echt seltener geworden als Dias. Also am Anfang des Projekts meinte ich so, hört doch auf, Holz zu Kohle zu machen, wie verschwenderisch, aber fucking Kohle ist so selten. Und Eis. Ja. Der gute Maif hat uns eine Grafik reingeschickt, wo sowas steht. Und scheinbar ist Kohle hauptsächlich oben in den Bergen inzwischen und unten gar nicht mehr wirklich. Also Maif ist schon ganz gut, aber ich mag April. Das ist mein Lieblings. Naja, ja, keine Ahnung. Denke ich. Also ich check's auch nicht. Wir haben wirklich mein Lieblings. Wir hatten wirklich. Das ist nicht wirklich, Diamanten, worauf ich hinaus wollte, aber, übrigens. Aber Kohle nicht. Nein, war so, ja. Ja, Kohle spawnt halt jetzt über null und wir waren halt viel unter der Erde auch unterwegs. Wir werden du wolltest Tracks nicht auf die Monate hinaus, das war mir nicht bewusst. Scheiße, ich sterbe wieder an Zombies. Wie sind hier so viele? Oh, hier sind Minen, hier Schienen. Sehe nichts. Soll ich welche mitnehmen? Mine. Alter. Nimm die Schienen mit. Ich baue gerade noch ein bisschen Eisen ab. Nicht noch ein bisschen was gesehen. Ich bereite mehr. Und ich habe einen Spinnenspawner gefunden. Alter, was mit Giftspinnen oder was? Ja, leider ja. Ich hatte auch noch. Können wir nicht? Ich hatte auch schon mal. Ich glaube, ich habe ihn sogar abgebaut. Das heißt, es ist unser zweiter. Man kann doch irgendwas mit Gift mit so Spinnen machen. Ach so, nee, wir können Gifttränke machen theoretisch, aber naja, gut, das ist jetzt nicht so sinnvoll, glaube ich. Spinnenaugen brauchte ich immer, um Villager zu heilen. Bring Gifttränke und was ist der für Pfeffer, oder? Wir können damit halt. Also wir können die Tränke werfbar machen und dann können wir die halt auf die Enderman oder so werfen. Da sind ja vergiftet. Ich habe die ja Schienen gemacht, Johnny. Ja, aber ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, stark, Ricky. Ich wollte gerade sagen, sind die überhaupt so stark? Alle Schienen. Wie stark sind Endermänner? Weil ich hatte die ganze Zeit ziemlich viel Angst davor, aber ich habe das Gefühl, sie haben da nicht wirklich allzu viel gemacht. Wie viel Eisen verbraucht man pro? Sind die okay stark? Wenn wir jetzt Hardcore spielen würden oder so, wären die halt übelst schwer. Für 16 Schienen 6 Stück. Die teleportieren sich halt schnell rum und die können halt wirklich mies fertig machen. Ja, die können halt voll comboen auch und so. Aber wenn du halt voll vorbereitet bist und zum Beispiel dir auch nur immer einen vornimmst und am besten ihr seid zu zweit, dann ist es voll. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind doch jetzt zu viert unterwegs oder so immer. Aber im Team sind die echt ehrenlos. Also da wenn aber mehrere kommen, das ist halt immer sehr.
Was, Enderman oder was? Ja. Boote. Ich habe uns Boote gemacht, wir nehmen alle Boote mit und dann fangen wir die Drecksäcke. Ja, mal verbübsch. Lass die Drecksäcke mal schnappen. Wie die Bären Fuck, oh mein Gott. Hm. Ist ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Wieso? Wieso sind Federn so selten? Ich habe ein bisschen zu viel Butterschmalze in die haben Pfanne getan, Johnny. In letzter Zeit habe ich ein bisschen Angst, was das angeht. Habt ihr Pfeile noch? Ja. Echt? Wie viel sehr viele ungesättigte Fettsäuren. Ich habe 28. Ey, wieso hab ich gar keine? Ich habe 0. Ich habe 3 Federn. Also ich habe auch 0. Ich habe auch keinen Bogen, glaube ich. Ja. Brauchen wir Kürbisse und Zucker für irgendwas Problem? Spezifisches oder kann ich die verwerten? Ja, fuck. Achso, nee. Wasser. Nein! Ich glaube, Ding ist echt am sinnvollsten. Nein, ich bin auf Wasser gelandet. Kürbiskuchen, einfach. Ja, genau, wollte ich ja machen. Safe, Kürbiskuchen ist, glaube ich, nice. Vielleicht irgendwas mit Tränken? Sollte ich aber, Freunde, Kürbis oder so pflanzen? Ich habe 24 Eisen dabei. Können wir damit ein paar Schienen machen? Ja, ich habe auch schon. Wie viel kostet eine Schiene? 6 Eisen. Und ein Stock, ich habe aber schon ein Stack. 6 Eisen! Für eine, wie viele Schienen kriegt man da raus? 16, oder? 16. Ach, 16, okay. Ach, 16 sogar, wow, okay. Easy. Okay, also. Ja, mehr als ich gefunden habe. Ich hab gerade mal nur 12 gefunden. Also, ich habe ein Stack jetzt voll mit Schienen, habe ich hier gerade gemacht bei uns zu Hause. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie viele ihr braucht, aber ihr macht das. Du legst den Kürbis in dein Crafting. Wenn wir die Enderman killen, wird das denn gepflanzt? Soll einer von uns schon mal die Festung hast lokalisieren, Hockey? Was brauche ich? Was habe ich ein paar? Kürbiskerne. Können wir machen? Nee. Dass wir schon mal ein bisschen triangulieren gehen, Maeve, wärst du dabei? Du hast gerade zu mir gesagt, Johnny, du hast meinen Namen gesagt, oder? Ja, ich habe dich um die Meinung gefragt, ob ein Team von uns die Enderman umbringen geht und die anderen schon mal die Festung lokalisieren und halt sagen, wo das ist. Nein, ich denke, wir sollten das zusammen machen mit der Festung. Ich finde das irgendwie witzig. Das finde ich aber auch. Ich finde es cool, wenn wir die lokalisieren und dann Schienen dahin bauen zur Festung und dann fahren wir alle gemeinsam. Zu Enderman? Zum Enderding oder was? Yeah. Nein, was sagt ihr? Ich fände es cool, wenn wir. Zu Netherfestung meinst du? Nein, zur. Wie heißt das? Stronghold. Ich möchte also sagen, ich habe nach der letzten Aufnahme geschaut und es gab in der Tat eine Enderman Gangnam Style Parodie. Ich hatte sie nicht. Also ich dachte, es wäre cooler zu sehen, wenn wir alle zusammen mit den Enderaugen loslaufen und das versuchen zu finden. Irgendwie. Ja. Aber ich dachte auch, dass wir da gemeinsam losziehen, weil es ist ein bisschen lahm, wenn irgendjemand dann nicht da ist. Ja, ich dachte, wir ziehen erst dahin los, wenn wir auch kämpfen wollen. Ach, John. Nein. Also wenn wir alles haben. Ja, also er hätte natürlich vielleicht ein bisschen Zeit gespart, aber ich glaube, es wäre cooler so für alle, wenn das mit drauf wäre. Ich bin übrigens im Nether und versuche dann auch Gas zu farmen und das ist überhaupt nicht erfolgreich. Es wäre schön, wenn wir das alles zusammen machen. Ich bin übrigens schon vorgegangen. Wofür brauchen wir Gas? Ich will gerne noch eine Gasrenne haben, weil, also wenn ich jetzt noch eine Gasrenne bekomme, dann kann ich uns allen 2 Regenerationstränke machen und so haben wir halt jetzt noch zu wenig. Und ich finde, so 2 Tränke sind doch geil. Morgi, kommst du mit? Oder wo bist du? Warte mal, ich muss schieben. Ich versuche halt aus der Höhle rauszugehen. Ich bin gleich wieder da. Ich sollte auch zurückgehen langsam. Okay. Ich habe ein bisschen Kohle gefunden, ein bisschen Eisen. Johnny, ich kann bestätigen, hier oben, wo ich zum, wo es Richtung Ausgang geht von der Höhle, finde ich wieder Kohle. Wollt ihr mich verarschen? Das heißt, es gibt echt in der Tiefe einfach keine Kohle, oder was? Es gibt schon welche, aber wirklich nicht viel. Was ist Fully? Ich mache einmal das Gehege offen, renne auf einmal die Hühner raus, wie als wären sie von der Tarantel gestochen worden. Ja, es ist aber sofort so. Wenn Hennen rennen, wie die wilden Hühner. Ich habe mein Schwert entzaubert, ich möchte mal was Neues. Zicke Zacke machen die. Wie viel besser einfach Hennen rennen als deutscher Titel für Chicken Run passt. Ja, ist echt so. Im Original. Rennen auch so viel geiler. Ist die Wahrheit. Hennenrennen. Oh, das klingelt bei mir auch noch. Was habe ich gesagt? Rennen? Ich glaube Rennen. Nein. Aber nö. Ding dong. Beim ersten hast du es richtig gesagt, aber eben gerade. Kann sein. Ricky wollte die Musik ausmachen vom Spiel. Ich höre sie gerade, ich muss sagen, das wäre ein Fehler gewesen. Warte mal, habe ich die. Ich bin zurück, Fulltime-Miner. Hi. Ich dachte immer, du wärst schon 28. Bin ich ja, was? Hab das auch am Anfang gesagt, Mogi. In den allerersten Parts. Hä? Was? Was? Hättest du ihn? Oh, wow. Oh Gott. Ah, ja, okay.
Ich hab's schon. Ich hab's verstanden. Nee, aber ich nicht. Jetzt hab ich's verstanden. Ich hab jetzt die ganze Zeit Kohle über das Holz reingepackt. Ich bin sehr verwirrt, wie man dieses Spiel spielt. Warum? Was verwirrt dich? Ich dachte, Kohle kommt in den oberen Slot gerade. Oh Mann. Ach so. Ich hab Shift und linke Maustaste gedrückt und dachte mir, warum macht das. Warum macht Scheiß das Moment, hä? Naja, gut. Naja, gut. Was sieht am besten? Nee. Johnny, Moggy ist nämlich der Beste. Seine Essenstruhe in der untersten Reihe in der Ecke, ganz rechts, sind halt die ganz guten essbaren Dinge. Kann sich jeder rausnehmen. Haben wir so ein paar Kürbiskuchen, viel. So ein paar geile? Nee, weil wir haben keine Eier. Haben wir so ein paar. Haben wir so ein paar Werthers Popcorn-Kugeln mit so Brezelstückchen? Nee. Weiß nicht. Das ist ein bisschen spezifisch. Ich habe eine Backkartoffel und Brot für dich, wenn dir das nicht genug ist. Wir haben doch Brot da. Brot, oder? Genau das wollte Moggy. Genau das wollte er. Ja, ich meine. Heulen wir nicht so rum, wir haben Brot. Sollen wir jetzt noch im Part so eine Brotrunde machen? Das könnten wir wirklich machen. Nein. Also für die, die gerade nichts zu tun haben, meine ich halt. Also ich habe mir heute, ich war im Einkauf, ich war bei diesem, bei dem Aufbackzeug. Nicht das tiefgekühlte, sondern das man einfach in so Beuteln kauft, okay? Puh, Gott sei Dank. Und da habe ich so Mini-Brötchen gesehen, ich habe sie gekauft. Ich bin mal gespannt, ob die okay sein werden. Die besten Aufbackbrötchen sind von Koppenrad und Wiese, die aus dem Tiefkühl holen kannst. Die sind so lecker, schmecken so gut. Die Kaiserbrötchen? Nee, die normalen Brötchen, die normalen Weizenbrötchen von Koppenrad und Wiese. Der Kaiser ist tot. Die sind wirklich richtig gut. Und kleiner Tipp für euch, wenn ihr alte Brötchen habt, also vom Tag davor. Oh, jetzt, ne? Geht der Brötchen-Tipp wieder los. Ja, jetzt kommt der Klassiker, den jeder kennt. Aber okay. Ja, was kennt denn jeder, Polly? Dann hau raus. Okay. Nein, schieß los. Vielleicht. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich, wenn ich komplett daneben lag. Du musst die Brötchen ein bisschen nass machen, oben und deine Backofen reinmachen. Dann sind sie wieder wie frische Brötchen. Ja, das weiß doch jeder Schwanz. Ja, okay. Das weiß wirklich jeder Schwanz. Oh, Mann. Ja, safe, natürlich. Safe, ich dachte, du erzählst jetzt was von toter Ritter. Irgendjemand weiß das bestimmt nicht. Ich will einfach nur sagen, Ricky erzählt das jedes Mal und sagt, ich hab mal beim Bäcker gearbeitet. Ich hab das einmal erzählt. Das ist genau so, wie ich damals mit dem. Nein, du hast das mindestens schon zweimal erzählt. Hab ich überhaupt nicht. Das ist wenn du die weil du letztens die Sonic-Videos geguckt außer, hast. Ausnahmsweise muss ich sagen, gehört, ja. Ich glaube, er hat's nur einmal erzählt bisher. Glaube ich aber ja, auch. Ja, in der Brotrunde. Das ist wieder so ein gestern gewesen. Moment, weißt du, wo du dabei bist, wenn du Brotrunde. Weiß nicht, das ist wieder so ein Ding, wo ich einmal erzähle, ich war bei den Game Clubs auf einer Party und plötzlich habe ich es jeden Tag angeblich erzählt. Das hast du aber wirklich oft gesagt. Das hast du gar nicht dabei! Ich muss sagen, heute treffen wir viele empfindliche Punkte. Die Sache ist nämlich, Johnny hat irgendwas gesagt, oh, wenn ich mit dem Schwert schlage, dann kill ich immer die Babys. Da habe ich gesagt, was? Warum killst du Babys? Hat er gesagt, Babykuh, die heißt Babykuh oder sowas. Und war direkt auch wieder fixiert. Mir ging es einfach nur darum, dass er gesagt hat, er bringt Babys um. Aber Johnny kannst du aber gerade nicht aufnehmen, weil das gemutet ist. Gott, ich bin seit so langer Zeit gemutet, ich pack's nicht. Oh mein Gott. Das ist Nicole. Wie machst du das denn immer? Die wahrscheinlich. Ich weiß, ist der Holger diesmal weh? Ja. Wahrscheinlich ist es echt irgendeiner von denen. Bei TTT hatte Johnny mal Q als Hotkey dafür. Das hat Sean mir empfohlen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Das ist doch dumm, oder? Also das hat er mit der Absicht gemacht. Nein, er hatte das selber. Es war im Part, er hatte das auch. Ich glaube, jetzt hat er im Kreis. Also er hatte auch dieselben Probleme dann wie ich. Der macht was Sinnvolles, Ricky. Ja, und dann habe ich es gemerkt und so. Schauen, was soll ich denn machen? Farmen, Enderaugen sammeln. Ich gehe einfach mal, ich guck mal, ob ich eine Höhle finde. Nether gehen. Oh mein Gott, eine Menge Button ist R. Aber du lädst doch nie nach. Wie kann das denn passieren? Ja, aber wie machst du das in Minecraft? Warum hast du denn R gedrückt in Minecraft? Wahrscheinlich habe ich irgendwas. Ah, weil ich Fulltime Miner geschrieben habe. Volker, ich hab's gerade gedrückt, wenn man R drückt, steht man den Shader neu, aber ja, weil du Fulltime Miner geschrieben hast. Okay, dann kann ich es auch so lassen. Ich hab F5 auf R gelegt, also dass man so nach hinten schauen kann, nach vorne, wegen PvP. Weil wenn man dann wegrennt in Survival Games,
dann kann man sich ganz schnell umschauen, ohne dann krampfig zu F5 zu drücken, sondern während man geht dann eher. Checkt ihr, was ich meine? Nee. Ich habe halt auch nicht zugehört. Okay, aber, hat gestern sogar wirklich Minecraft-PvP. Ja, ich habe ein bisschen SG auf Gomme gezockt mit Sean, das war chillig. Nice. Hat das jetzt endlich? Nee, immer noch nicht, ne? Nee, hat er nicht. Er versucht es freizuschalten. Ja. Wenn ihr mal Bad Wars macht oder sowas, oder hier dieses Master Builders habe ich dabei, sag mal Bescheid. Das haben wir auch. Ich will Master Builders mal wieder machen. Master Builders ist wirklich, Master Builders ist super spaßig. Was ist das denn? Das war das, wo man irgendwie was nachbauen muss. Ja, genau. Und das, was du nicht mochtest. Ah, nee, nicht nachbauen, sondern schon du kriegst einen Begriff. Ist halt ja, nee, das ist nicht mein Jam. Nein, das ist chillig. Da gab es einfach so ein Format mit Mash zusammen. Das habe ich mit Ashley und Mayfield mal gespielt. Ihr habt gestern Bingo gespielt, das fand ich auch ganz cool. Oh, Bingo ist so ein guter Spielmodus. Moggy, da kriegt man so eine Bingo-Karte. Die kenne ich noch nicht. Und hat jemand alles aus der Truhe genommen? So Items aus dem Spiel. Und da muss man versuchen, schneller als die anderen diese. Ich bräuchte mal was für meine Eisen. Und du musst also überlegen, was ist sinnvoller. Also, an welche Items kommt man schneller und was ist realistischer und so. Das ist übel spaßig. Das war so witzig. Das war ein guter Spielmodus. Also, es gibt so ein paar Minecraft-Minigame-Dinger, die echt wirklich gut sind. Ich meine, so Bingo-Runs gibt es ja essentiell. Ich will nicht sagen für jedes Spiel, aber. Ich kannte das nicht vorher. Bei Dark Souls und sowas ist das auch nicht zu unüblich, dass du halt sowas machst oder Elden Ring. Ich bin also vertraut damit. Ich hatte mal das Dark Souls Bullshit-Bingo, in dem man Aufgaben hat, die sehr anstrengend sind. Und was ich werde mir heute Essen bestellen. Und da ist gerade so ein Tool gemacht für so Bingo, beziehungsweise er hat eine KI schreiben lassen. Ja, das ist so eine coole Geschichte. Er wollte irgendwie ein Bingo-Tool haben und hat irgendwie das mit ChatGPT einfach zusammenbauen lassen. Ja, ich habe also, mir davon auch für Dark Souls ein paar Sachen und für Isaac aufgeschrieben und dann habe ich es nie genutzt. Ist wahrscheinlich sehr stark vereinfacht, was ich erzählt habe. Ihr habt bestimmt auch ein bisschen also Sicherheit. In der Beschreibung steht 90% Ich weiß jetzt nicht so. Also 10% hat er gemacht. Habe ich denn alles dabei? Jungs und Mädels, ich habe eine Gasträne. Ich habe einen Gas gekillt und jetzt können wir mehr Ratch-Tränke machen. Ich habe verstanden, ich habe eine Gasträne. Ja, eine Gasträne. So, du heißt also Ratch. Ich habe eine Gasträne. Okay. Das ist ein Item. Ratchet and Clank. Ja, Gast. Ja, aber du sprichst das Team nicht aus. Ich wollte irgendwas dazu sagen. Ach so, die Mobs in dem Spiel heißen halt Baby und Morgi hat sich darauf so hat sich davon so irritieren lassen. Er ist schon wieder drin. Tut mir leid, dass ich dieses Babyschwein nicht ferkeln nehme. Warum kommst du jetzt nochmal damit an? Weil ich gemutet war. Also, aber ich meinte doch, dass vorhin das darum gar nicht ging und du trotzdem damit angefangen hast. Es ging nicht darum, das habe ich gar nicht verstanden. Worum ging es denn? Wir reden ein bisschen aneinander vorbei irgendwie. Warte, wie macht man Schienen? Pass auf, du machst links. Ich glaube, ich weiß schon. Links und rechts machst du Eisen und in der Mitte machst du dann einen Holzstiel. Worum ging es denn, Mogi? Ich weiß doch auch nie mehr. Achso. Hockey? Ja, Mann. Es ging darum, dass er es witzig fand, dass du Baby. Irgendjemand ist immer da, die Diskussion weiterführt. Achso. Und dann ist noch ein Johnny da, der das gerne entgegennimmt. Ich dachte eher, er hat ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber Fully hat mich gerade ausgelacht dafür, dass ich es falsch verstanden habe. Er hat es genauso verstanden wie ich. Ja, ihr seid doch beide dumm und hässlich. Nein! Okay, oh Mann. Chill. Scheiße. Okay, aber ihr könnt euch nicht vorstellen. Nein, das ist ganz furchtbar. Das weißt du doch. Oh mein Gott. Nein, das ist so schrecklich. Ich hasse mein Leben. Hockey hat meine ganze Scheiße hier aufgesammelt. Es geht, also man hat so normale, also man kann so Wasser in Flaschen machen. Und dann muss man erst in den Braustand. Das hat Schwepps auch gewusst. Dann muss man in den Braustand, muss daraus gewöhnliche Tränke machen und dann macht man das Ding rein, was man braucht. Also in dem Fall die Gasträne. Jetzt habe ich die Gasträne aber schon zuerst reingemacht und habe dann aus der Gasträne die gewöhnlichen Tränke gemacht. Jetzt muss ich nochmal eine Gasträne suchen. Das ist ja super furchtbar. Das war so nervig, gerade zu fahren. Das ist irgendwie komisches Gameplay. Ja, das. Ja. Wieso kann ich bin gerade und ich habe leider keine für dich in Angebot. Ja. Ach man, ich weiß halt auch nicht, wie die spawnen oder so. Das ist doch scheiße. Ich schaue, ob ich irgendwo einen Berg finde, in dem Kohle sein könnte, aber irgendwie nicht wirklich. Ich habe hier ich was kümmere mich um vier Holz zum Verbrennen. Tauchen. Haben wir ein Beatmungsgerät oder sowas? Ich glaube, das hilft dich beim Tauchen, Vicky. Ich habe Wasserraffing cheat. Nein, so eine Art nur so Tauchding-Bims da. Ich weiß, was du meinst. Ich fand so witzig. Auch da gibt's wieder Tränke, die das machen können. Aber Tauchgerät, ne? Hättet ihr auch mal Lust auf sowas wie Sons of the Forest oder sowas? Nein. Was ist das? Ich kenne das würde bei mir nicht funktionieren auf meinem so PC. Schade. Ich kenn's auch nicht. Ein schönes Spiel. Forest. Ja, ich
Ich hab von Fliegen gehört, dass Forest 2 richtig scheiße sind. So. Ey, hab ich aber ist auch ein Survival-Spiel. Wer macht heutzutage noch Survival-Spiele? Wir spielen ja Minecraft. Also Maeve, Ricky und ich haben 4 Forest gemacht, tatsächlich damals. Ja, damals! Nee, das ist eine komische Aussage, Mogi. Cool. Wer spielt heutzutage noch Survival? Hey, wir würden da gerade von dem Gas gekillt. Hätte die Zeit in der Survival-Spiele der... Ist das gerade die Hochzeit für Ark und Schild? Nee, nicht wirklich. Also ich habe viel Palworld gespielt jetzt die letzten Tage, also ich bin drin im Survival-Modus. Ach man, der Gas hat nichts gedroppt. Was ist das vielleicht denke ich in anderen Zeitdimensionen wieder. Ja, die Hochzeit für Survival-Games ist schon durch. Ja, die Hochzeit. Aber es ist halt immer noch populär. Ist Tribute von Panem Survival-Game? Schon. Die Hochzeit oder die Hochzeit? Quasi. Das denke ich aber auch immer. Also ist es ja, also fuck. Ein Gold zu wenig. Das ist natürlich schade. Wer ist denn das überhaupt? Wer ist denn mit mir hier im Nether? Schade gerade. Im Nether. Ja, ich fahre ein bisschen XP, weil ich... Hat doch jemand zufällig so ein Gold rumliegen irgendwie? In der Kiste, denke ich. Nee, die habe ich schon. Gemobst einfach, oder was? Richtiger Mobsi. Ich baue Sachen fürs Team. Ich baue schon von Anfang an die ganze Zeit immer für jeden was. Und dann Fully so, klaut mir Sachen. Und ich verteile die ganze Zeit so Essen und Eisen und Shit. Du bist wie Jesus. Wir sind ein Team. Du bist quasi Jesus, ja. Ich bin... Ich weiß von meinem Leib und trinke von meinem Blut. Was macht Robin Hood mit Deo? Weiß ich nicht. Er verteilt unter den Armen. Danke, Ricky. Bitte. Ist hier was zu tun, Maeve? Also wortwörtlich Arne. Was Johnny. Für Arne? Also, ich habe hier oben keine Ahnung mehr. Ich verstehe nicht ganz, was der Plan ist, was wir machen wollen. Ja, eigentlich wollten wir... Ich habe Eisen gesammelt für Schienen, aber das ist irgendwie 20 Minuten her oder so. Ja, also, ich hab Schienen gebaut daraus. Hast du die in die Kiste getan? Ich habe das Eisen in den Roboter gepflanzt und in die Kiste gelegt. Ja, dann danke ich dir ganz nett, weil ich Morgi, guck mal, du kannst mal deine Rüstung überprüfen, ob du die reparieren musst, weil meine war ziemlich im Arsch. Meine Stiefel sind so gut wie kaputt. Das sind die Goldstiefel. Aber das sind Goldstiefel, die brauchen wir sowieso nicht mehr. Doch, die brauchen wir jetzt, wenn wir in Nether gehen. Oh, hier ist ein Enderman. Greifen sie uns sonst an? Ja. Jo, okay. Johnny. Du kannst entweder reparieren deine Schuhe mit Gold machen oder neue bauen. Ich denke, wir haben kein Gold da gemessen an, wie Johnny danach gefragt hat. Ich hier kurz Gold holen. Ja, wir haben kein Gold. Habt ihr eure Stiefel nicht mehr? Die sind keine. Ich will voll reparieren. Die verschleißen auch. Ja, das stimmt. Aber das sollte auch reichen, oder? War viel länger in der. Ich habe auch eine Enderperle. 5 Gold haben wir noch, Maeve. Ich pack's rein. Gute Arbeit, Hockey. Danke, Meister. Gleich kommt Gold zurück und sagt so, ich habe alle Enderperlen. Ich habe das Farming einfach rausgenommen. Hast du sie, Maeve? 5 Goldbarren hast du? Ja. Damit können wir, glaube ich, muss mal kurz gucken. Ich geh Gold holen, ich bin gleich wieder da, keine Sorge. Ja, ich auch tatsächlich, weil ich bräuchte auch noch Gold für ein paar Goldschienen. Das können wir nicht wirklich so... Obwohl, gehst du Gold holen, dann brauchst du auch welches. Warte, wir können eine Lokomotive bauen. Um die Schuhe zu reparieren, braucht man 3 Gold, kann man gleich neue fertigen. Früher gab's das ja nicht, aber man kann doch jetzt einfach mit so einer Lok die Minecarts antreiben, oder? Oder gab's das schon früher? Warum kann ich keine Kartoffeln essen? Nee, okay. Hier sind noch zwei Goldstiefelpaare. Ich habe in der Kiste ganz viele Backkartoffeln. Sind noch in der Kiste. Maeve, ich möchte deine Rechnung hier nicht hinterfragen, okay? Was denn? Ich möchte deine Rechnung nicht hinterfragen, aber wenn du sagst, reparieren kostet 3 Gold, können wir gleich neue machen. Nein, neue machen kostet auch 1 Gold mehr. Ja, das ist wohl wahr. Aber, warum sollten wir neue machen? Nein. Aber wir haben dafür kaputte Backup-Goldschuhe für nur 1 Gold. Ja, eben. Also ich weiß, was du meinst. Wenn man mal stirbt und in den Nether gehen muss, hat man noch. Falls er mal im Nether stirbt und seine Sachen holen muss, dann kann man sich die kaputten ja kurz anziehen. Maeve, bist du noch da? Ist ja noch ein Creeper explodiert? Ja, genau, in den Loch von den ersten Creeper. Falls sind wir... Nein! Was macht denn Ricky die ganze Zeit? Ach ja, hier. Okay, warte, da war ja noch einer! Ich pack die mal in die Ausrüstung, in die Werkzeugkiste. Ich glaube, das ist so sinnvoller. Johnny, kannst du kurz mitkommen? Ja, wo bist du? Hier in der Nähe, ich bin gestorben. Du bist gerade gestorben. Achso, du bist gespawnt. Ja, komm mit. Schnell. Ja. Ich muss meine Sachen holen. Morgi, ich sterb zwar viel, aber ich lerne dann los. Deswegen habe ich meine Spitzhacke vor dir versteckt. Oh mein Gott, ich wäre in diesem Moment gerade fast in ein Loch gefallen und verreckt, Morgi. Es wäre siehst so du? Siehst du? Deswegen habe ich meine Spitzhacke vor dir versteckt. Wo bist du? Das macht keinen Sinn. Du bist in der Yelnats, hier, Johnny. Hier lang, Johnny. So, die können wir erst noch rein. Folge.
Folge den Steinblöcken. Ich buddel aber folge, nicht so gerne. Folge, ach, ja, folge den Steinblöcken. Henry auch nicht. Johnny, kommst du nicht jetzt? Du musst mich beschützen. Jan jetzt auch nicht. Ich weiß, nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, wo du bist, Ricky. Ich hab mich umgedreht, aber... Ich muss mich beschützen. Siehst du mich denn? Nein, ich laufe schon die ganze Zeit. Ja, wieso rufst du mich dann einfach? Ja, damit du mitkommst. Ja, und wohin soll ich hin? Zu mir. Wieso habe ich 12 Lohnrufe verloren? Ich wollte mal wegpacken. Ach, streit uns nicht. Ihr streitet euch gerade voll irgendwie. Ich muss mal schlafen. Ich glaube, ich lock Dämonen an. Warum sind hier so viele Creeper? Okay, wir haben neun Ender. Aber vermehren die sich? Heißt... Ja, tun sie, oder? Nee, ich glaube, Creeper können sich nicht paaren. Oh, da ist ja noch einer! Was? Dafür sind die ein bisschen zu creepy. Okay. Du sagst es. Ricky, bist du nochmal gestorben? Nein, ich habe jetzt gerade alles. Ich hole gerade alles wieder. Ja, stark. Wie heißt denn die Viecher nochmal, wenn man nicht schläft? Phantome. Keine Ahnung. Phantome. Ah ja, Phantome. Ach ja, Halluzination. Ja, genau. Phantome. Ach, ich hab okay. Phantomias? Mein Lieblings-Superheld aus dem LTB. Oh, jetzt ein LTB. Oh, da hätte ich Lust drauf. Das wär's wirklich, oder? Hey. Hab ich noch nie eins von gelesen, ne? Das lustigste Buch. Taschenbuchformat. Lustiges Taschenbuch. Oh mein Gott. Mit Lettuce, Tomaten und Bacon. Oh ja. Ich hatte das noch nie. Bestell doch. Ich hatte so tatsächlich schon mal Krieger eins. Hattest du mal eins, Woggy? Einfach nur mit Salat, Tomaten und Bacon. Nee. Ich hab das mal nachgemacht. War nichts Besonderes. Ich meine, ist jetzt nicht eine Kombination, nach der ich mich sehne, muss ich gestehen. Jungs, ich dachte mir, warum gibt es einen extra Namen und Abkürzung dafür, weißt du? Ich glaube, die Tomate darauf ist so ein bisschen. Ich meine, auch Bacon, ich weiß nicht. Nee. Ich dachte mir, ich muss das mal probieren und dann war es so, halt genau das, es schmeckt okay. Was ist, Maeve? Ach du Scheiße, oh mein Gott. Wir müssen ein paar Endermänner töten. Ich wäre gerade fast in Lava gefallen, möchte ich einfach anmerken. Oh mein Gott. Ich gebe niemandem die Schuld dafür, aber. Naja. Hör auf. Aber, naja. Was mache ich? Ich habe schon mal eine Vermutung, wer da am Bau beteiligt war. Ich sollte nicht hier runtergehen, um Gold zu holen. Habt ihr auch eine Vermutung? Zurück. Ich werde es bereuen. So traurig an den Bienen. Fängt er mit Jonathan an? Oh, hier ist viel Kupfer, nicht Gold. Womit hört er auf? Tarn. Oder Tarn. Ja. Das finde ich lustig. Ich finde witzig. Bei mir im Handy heißt du übrigens Johnny Amazonas, weil ich habe schon Johnny im Telefon. Deswegen bist du immer, ruf Johnny Amazonas an. Johnny Amazoni nennen, oder und wie oft Jonas hast du gesagt, Amazonas. Ruf Johnny Amazonas an? Rein. Leider gar nicht, weil er nie rangeht bei mir. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Wenn, du musst es ja sagen, damit ich nicht rangehe. Ja, ich habe dich schon so oft angerufen und du bist einfach nicht rangegangen. Ja, also wie oft hast du es gesagt? Viermal oder so. Also war auf jeden Fall eine gute Antwort. Du hast ihn wirklich schon viermal versucht anzurufen? Ja, dann geht nie ran. Ich bin auch schon zweimal rangegangen, tatsächlich. Aber die Frage ist, ruft Ricky normal an oder was Ricky einen, der WhatsApp-Anruf macht? WhatsApp. Hör auf, Mensch. Also wirklich. Ruf normal an, Alter. Du Sau. Was für Hockey ruft mich ständig als Videocall. Ja, aber das ist witzig, weil da mache ich so witzige Scheiße. Ja, zum Beispiel so komische Furry-Bilder in den Hintergrund. Nein, stopp. Jetzt hör auf. Das ist doch nicht in Minecraft. Was? Nein, das ist so gelogen. Der lügt so sehr immer. Ja, Nein, stopp. Was hab ich denn davon? Das ist zu privat. Ein richtiger Furry, der Hockey, ne? Richtiger Furry. Ach, keine Ahnung, Hockey, das ist so ein Furry. Deswegen kostet mir der ja auch einen Tentakeltypen. Eigentlich waren es keine Furries. Oh mein Gott, deswegen ist er ein Oktopus. Der Lügner. Er hat sich selber offenbart. Naja, ich wollte dich ein bisschen entlasten, aber es waren halt ganz normale Cartoon-Tiere. Also draußen sein ist scheiße. Ich hab jetzt die ganze Nacht mich rumgelaufen, ich habe keinen Enderman gefunden. Nee, ich Melf ist einfach ich aus der dritten Klasse. Ich glaube auch nicht, dass wir sollten in die Mail. Du bist auch mal draußen rumgelaufen und hast keinen Enderman gefunden. Nee, aber draußen sein ist scheiße. Ja, ich mag das. Das ist nicht nur, das ist auch heute noch so. Obwohl, nee, ihr habt einen Punkt. Gestern war früher, richtig scheiße kalt, in diesem Alter, wo man noch nichts durfte, so alterstechnisch, aber halt rausgehen sollte und aber nicht mehr so fangen und verstecken spielen wollte. Der Folter meiner kann bis heute nicht viel. Das war das schlimmste Alter. Ich glaube einfach, wir waren nur mit raus und macht Nerds, irgendwas. Ja, aber die Videospiele spielen wollten. Das war das schlimmste Alter. Das war das schlimmste... Nein! Alter! Na, so würde ich schon reden. Nein, ich fand, das war das schlimmste Alter. Ja, da kommt wieder Alter. Hier ist der Hexe. Ja, das war das Schlimmste, Alter. Ich hatte zwar einen Enderman gefunden, aber der hat mich getötet. Redet oh, hier, Mann, guck mal hier. Du. Hier.
Das war meine Hockey-Person. Ich weiß nicht immer, wo die ganzen Jungs sind. Aber zum WhatsApp-Thema. Hm. Hockey hat mir letztens gesagt, was jemand in WhatsApp für einen Status hat und das immer noch, komme ich nicht drüber hinweg. Das ist grausam, ja, ja. Ja. Wer hat denn was für einen Status? Also, was wäre für ein Status? Johnny. Wir reden nicht von Johnny hier an dem Punkt. Was wer für einen Status hat? Wir haben einen in der Freundesgruppe, der einen ganz komischen WhatsApp-Status hat und du weißt, wer es ist. Jetzt will ich es auch wissen. Ich glaube, ich habe zwei Vermutungen. Wir sind doch unter uns gerade. Gibt ein paar seltsame Typen. Ist einer Ricky? Ricky ist nicht so seltsam, ich hätte Ricky ultra gerne WhatsApp irgendwie. Das wäre so schön. Dann add mich doch mal. Ja, aber ich habe doch deine Nummer nicht. Sag mal schnell. 017? Nein. Ja, ihr braucht doch nicht deine adden, Nummer eben. Nachdem ihr die Nummern habt. Was ist das denn? Wie meinst du? Ich hab Kohle gefunden. Ich rate. Den komischen WhatsApp-Status hat Gaetano. Nein. Das klingt als oder, aber. Oder Sean. Schon. Ich weiß gar nicht, wer Sean als Status hat, aber ja. Liegt falsch. Oder Timo hat. Nee, ich glaube, eventuell liegst du richtig. Mein Status ist auf WhatsApp. Hallo, ich bin bei WhatsApp. Nee, hallo, ich bin hallo, ich benutze hello, WhatsApp. Das hat Germi. Germi hat hallo, ich bin bei WhatsApp. Ja. Das ist schon furchtbar. Nee, ich bin eine Mischung aus Spider-Man und Batman. Keine Kräfte, kein Geld. Oh. Man hat doch Geld. Ja, aber ich. Ich glaube, mein Status ist seit 100 Jahren. Warum hat Spider-Man kein Geld? Das ist so simpel. Und ich muss so lachen. Ach Mann, ey. Hockey, wollen wir in den Nether gehen? Ich will mit. Ich wollte auch ein paar Enderman sprengen gehen. Ja. Ich wollte eigentlich auch mit. Jetzt bin ich irgendwo. Ich suche eigentlich nach Gold, aber da ist keins mehr. Jetzt muss ich irgendwie wieder rauskommen. Die Goldsuche hat sich bei mir auch nicht. Sollen wir dich retten? Komm mit. Nö, ich weiß, wo ich bin. Hier ist alles Johnny? Abgegrast. Ja, bitte. Hier, komm her. Bitte. Hat einer von euch zufällig 7 XP-Punkte? Oh, du Ehrenmann. Nee, ich hab 4. Kannst du alles direkt hier rein tun, das ist die Kiste fürs Ende. 7 XP-Punkte irgendwer? Ricky? Puddy? Ich hab 4. Ich hab 12. 7 nee, ich XP? Ich hab 2. Alter, warum habt ihr so wenig XP? Ich hab 14. Ich hab 12. Level. Okay, pass auf, und zwar, das ist jetzt, okay, aber super eigennützig, Johnny. Also, du musst mir nicht helfen. Nee, ich hab Bücher zusammengehauen und ich habe jetzt die Möglichkeit, ein Schärfe-3-Buch mir zu verzaubern. Und dann habe ich, auch mein Dierschwert auf Schärfe 3, aber ich habe zu wenig EP dafür. Ja, mach ruhig. Du mir damit helfen? Ich habe halt ein zweites Diamantschwert, kann ich die beiden irgendwie kombinieren noch? Oder geht das nur zu reparieren? Warte mal. Also pass auf, ich war heute beim Einkaufen, ich habe Paprika rosenscharf gekauft. Wir machen so, Johnny, komm her. Ich habe Avocado so scharf gegessen. Johnny, komm her. Warum heißt das rosenscharf? Ich mach mir nicht Schärfe 3, sondern ich mach uns beide Schärfe 2. Komm. Ich glaube, heißt es Rosenscha. Gab es nicht auch Rosenpaprika? Komm. Johnny, komm. Ich meine, daher wird's wohl kommen. Hier. Komm. Mein Diamantschwert. Und jetzt kannst du auch auf unsere beiden Diamantschwerter Schärfe 2 drauf machen. Dann sind die ultra stark. Ultra stark? Das ist nicht nur so gewöhnlich scharf. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Einfach links ist das Diamantschwert, rechts das Buch. Und dann kannst du sogar einen lustigen Namen geben, wenn du willst. Einfach Orangensaft. Und dann steht da Diamantschwert Schärfe 2. Die sind schon verzaubert, ne? Nein, sind sie nicht. Deins oder was? Meinst du nicht? Musst du meinen Kohle? Hast du deinen schon verzaubert? Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht verzaubert. Ich meinte hier, Na egal. Bei Hex. Scheint zu passen. Hex. Das darfst du auch nichts mehr sagen, schon. Johnny. Rechts muss einfach nur stehen, Diamantschwert Schärfe 2. Da hast du es richtig gemacht. Gut, kostet 3 hier eigentlich. Okay? Okay, und dann mach ich das gleich mit meinem nochmal? Jo, gerne. Ach, du Ehrenmann. Ja, safe. Ich habe halt jetzt nicht die EP dafür gehabt, aber ich denke, wie viel Stärke haben wir jetzt auf unserem. Lass es nicht Folie einsammeln. 8,5 Eingriffsschaden, das schmeckt doch. Fully, willst du ein Diamantschwert? Brauchen wir noch Diamanten? Wenn du eins übrig hast. Wir haben eigentlich relativ viele. Okay, dann nehme ich wir haben 33 Diamanten, wir brauchen die, glaube ich. Ja, mach ich mir nicht. Ja, dann wollen wir die Rüstung noch. Ja, genau, wir können das. Ja, okay, Diamantrüstung können wir jetzt noch machen. Ja, viel hier, das ist meine Entschädigung dafür, dass ich dich beklaut habe. Also, ich würde gerne, dass Mogi einen auf jeden Fall hat. Oha. Ja. Eine Dierrüstung? Yay. Ja. Oder was? Eine Pulle? Er hat mein Pferd mit einer Dierrüstung ausgerüstet, dann hat er auch das Recht auch eins. Ja, aber voll Dier. Ich würde eher sagen, Fully ist kein Fulltime Miner, sondern ein Fulltime Farmer. Außerdem, da muss Mogi auch drauf aufpassen. Ja, ich weiß. Wie baut man das, Johnny? Was denn? Das Fernrohr? Das hat Hockey für mich gemacht, ich weiß gar nicht. Du gehst auf das Crafting-Buch, Ricky, und du gibst Fernrohr ein. Oh. Das ist wahr, das kannst du auch machen. Aber du brauchst Amethyst und Sulfat und Kupfer. Ich kann dir nicht Fernrohr eingeben, Fern. Das heißt, das ist auf Englisch? Das heißt Fernrohr. Heißt Fernrohr?
Hast du es auf Englisch? Dann hast du, dann heißt es Spyglass. Nein, ich hab Deutsch. Okay. Teleskop. Nein, ich hab Deutsch. Nein, ich hab Deutsch. So hab ich das überhaupt nicht gesagt. Ich kann's ja auch einfach machen. Auch so gesagt. Ich so, wenn wir, das so, wenn wir Ricky fragen, ob er mit uns zur Dönerbude noch geht. Sag mal, ich würde nie Nein sagen. Nein, ich hab noch Deutsch. Nein, ich hab Deutsch. Ich hab Deutsch. Also er muss noch zur Schule. Ach, Mann, oh. Schon wieder mit der Alten da. Mit der Alten. Ey, ich kann ja jetzt machen. Ja, aber dann lernst du doch mal lesen, Hockey. Ja, bitte. Alte Schreckschraube da, die mich unterrichten muss. Ich hätte doch gerne weil er denkt, dass Benjamin Blümchen ein Magier ist. Also lesen, mein Gott. Und das, und dann hast du ein Buch für ihn, wo das Gegenteil drinsteht? Nein, okay. Nein, das ist fertig. Hockey labert Scheiße, er denkt nicht wirklich, dass es Magier ist. Er kann mich nicht. Doch. Er muss ja auch nicht denken, wenn es halt einfach der Wahrheit entspricht. Benjamin Blümchen ein Magier, weil er kann reden. Ich sehe jetzt nicht das Problem mit. Hockey, bist du schon zurück? Ich auch nicht. Da ist noch die Wildnis. Wie kann man so verkrampft sein? Okay, also ich habe dir jetzt ein Fernrohr gemacht, Trickster. Ja, aber warum kann ich jetzt jemanden Enderman umbringen gehen? Ich würde gerne... Weißt du, ich komme mit. Da beim Verzaubern... Aber ich würde gerne mal ein Eisenschwert verzaubern, aber ich kann es nicht ändern. Nein, ich hab noch eine Goldader gefunden. Du hast eine EP dafür, glaube ich. Du hast eine Goldader gefunden. Ich habe eine Menge Gold noch mitgenommen. Ach so, ja, lass mich mal probieren. Ja, dann musst du was anderes einfach machen. Ja, ja, lass mich mal machen, vielleicht geht's bei mir. Hier, Eisenschwert. Ja. Wir brauchen das hier, das. Ja, ich hab, Schärfe, aber ich hab zu wenig EP. Sonst probier noch mal mit einem Buch vielleicht. Du kannst auch ein Buch verzaubern und dann einfach mit einem Amboss drauf. Ich bin ja noch voll. Wie macht man das? Also du legst voll das Buch da rein mit Lapis und dann kannst du auf dem Buch Schärfe drauf machen. Und danach kannst du mit dem Schwert und dem Buch dann das da drauf. Hey, jetzt habe ich beides Holz weggepackt. Was ist mit mir los? Oh, kann für mich jemand ein Diaschwert rosenscharf machen? Hast du gar kein Diaschwert mehr? Ich habe ein Eisenschwert, das ist schon okay. Ich brauche nicht mehr. Ich kämpfe eh nicht. Nö, geh ruhig mit dem Diaschwert zum Enderman handeln. Fully ich habe zwei Diamanten gefunden. Ich mach dir eins. Du hast gerade die Tiere gefüttert? Also ich habe sie gerade aus der Truhe genommen, aber ich habe sie auch eben reingetan. Ich habe die Farm aber gemacht. Ich wollte es nur klarstellen, falls man meine POV sieht und sich so denkt, Johnny sagt einfach, er hat Diamanten gefunden, während er sie rausnimmt. Ja, aber dann musst du ja aber auch hier irgendwie rein. Dann müssen sie auch eine POV gesehen, dann musst du da reingelegt hast. Ja, haben sie. Ja, siehst du denn. Ja, vielleicht hat man da gerade nicht aufgepasst. Es muss doch irgendeine bessere Möglichkeit geben, um an Federn ranzukommen, oder? Weil das hindert uns echt immer am meisten vor Pfeilen und ich hasse das. Ich will die haben. Ich habe noch ein Efficiency-Buch. Oder war noch bevor es ein Problem, Federn zu kriegen. Soll ich wahrscheinlich nicht nutzen, ne? Ja, okay. Wir können mehr Hühner bekommen, wenn wir nicht so schnell die Hühner immer umbringen. Genauso wie die Hühner. Morgi, bist du jetzt endlich oben? Ich bin oben, ja. Wollen wir in Nether gehen? Ja. Ich muss noch zu euch rüber. Hast du Goldschuhe? Ja, die wollte ich reparieren. Dafür war ich unten. Ah, ich habe 52 Kartoffeln geerntet. Das war doch der Grund. Hast du Goldschienen übrig? Oder wie viel Gold ist bei Rosen rumgekommen? Nicht so viel, wie man sich wünschen würde. Schade. Okay, also, was ist, Bulli? Also Hühnchen droppen. Ich hab nur viele Kartoffeln. Das ist gut, ich gönne mir ein paar. Gut, ich guck schon mal im Nether, wo dieser Plop war. Ich will mit. Ich glaube, wir gehen alle ein paar Endermen jagen. Hallo. Ich will erstmal gucken, wo der Wald ist. Warte auf mich. Ender jagen. Mensch, Steuern, Backbord aufsetzen. Wir brauchen nicht warten, weil. Ist Morgi schon da? Ich bin schon da. Ich packe das Gold hier rein. Das erste, was ich im Nether mache, ist ein Umloch springen. Mensch, warte doch mal kurz auf mich. Bist du gestorben? Mann, Ricky, du bist. Doch erwachsen, du kannst doch selber hier. Ja, eben. Ja, hier ist kein Gold, damit ich meine. Du bist doch erwachsen. Ja, wo bist du jetzt? Ich bin Wir haben einen Goldbarren, Mogi. Bin nicht weit weggelaufen. Ja, ich weiß, deswegen. Ricky, warst du hier schon dabei, wo wir in diesem Purple Wald waren? Vor sich hin. Ja, oder warst du dann, ja. Was ist denn überhaupt ein Purple Wald? Ich war doch mit. Ich bin doch nicht mehr. Ich keine Ahnung, wie der heißt. Meinst du Türkisen oder was? Das war aber rechts lang. Der Gast ist da! Meine Schuhe reichen. Oh, der ist aber close. Sollten sie. Hab ihn. Mies. Autsch. Hab dir schon mal zwei Boote hingeschmissen, Mogi. Ich hab schon eins dabei, jetzt hab ich drei. Ja. Hast du Hockey Trainer aber für falls dich? Falls wir irgendwie mehrere brauchen, als kaputt geht oder so. Ja, können wir mehr machen. Ich bin. Sollst du dir nach Hause bringen oder? Ja, warum machst du einfach die Mob-Loot-Kiste? Nee, ich bin grad noch draußen. Ich mach die im Nether in die Kiste mit unseren. Nicht das Gold abarbeiten. Hä? Safe. Du hast doch. Oh, meine Goldzeug reingepackt, oder? Das ist weg. Meine Goldschuhe sind kaputt gegangen. Hier sind ja super viele Goldschuhe in dieser Truhe drin.
Hockey? Ja. Maeve? Du hattest doch Obsidian, und ein Feuerzeug in die Nässe gepackt, ne? Also ja, ich habe meine auch. Ja, die waren eigentlich in der Kiste. In dieser Folge. Die sind weg. Aber wer hat die genommen? Was? Das war scheiße, wenn das Netherportal ist kaputt geht, kommt der nicht mehr raus. Wer hat das Obsidian und den Feuerstein geklaut aus der Innenkiste im Nässe? Vielleicht noch von den Schweinen oder so? Ich war in keiner Kiste. Wie repariere ich meine Rüstung? Entschuldigung. Ich weiß es auch nicht, beim Amboss, glaube ich. Ist die verzaubert Gold oder ist sie nicht verzaubert? Noch mal willst du eine neue bauen oder willst du sie reparieren? Ja, die ist verzaubert, also eher schlecht, nehme ich an. Ne, willst du sie reparieren oder willst du eine neue bauen? Warte, hier in der Kiste sind. Ne, willst du sie reparieren? Wie viele EP hast du? Dann musst du an Amboss gehen, packst die, das reparierende Teil links hin und dann packst du Barren rechts hin und dann siehst du ja, wie viel das repariert wird. Ich schmeiße ein paar Barren rein und dann sehen wir, was passiert. Wieso denn Barren? Nimm mal hier die Schuhe. Ach so, man kann... Ah ja, nee, ich hab nichts gesagt. Warum denn Barren? Ja, ja, ich war verwirrt. Hey, Mel. Rocky, wenn du kommst und die Gasträne holst, kannst du dann wieder Obsidian und ein Feuerzeug reinpacken? Kann ich machen. Jetzt ist gerade eher mein Ziel. Nicht mehr viele Eisen übrig, Freunde. Ein paar Skelette töten für Pfeile, aber ich mach... Ja, wir haben ein paar solange du draußen bist, ist ja auch nicht schlimm. Ist ja nur, wenn wir alle im Nasser sind. Dann. Ja, genau. Ja, eben richtig. Ich kann dich ja im Notfall saven. Komm, Polly, wir suchen jetzt das Portal. Nicht das Portal. Ey, diese Phantome sind so anstrengend, Gegner. Warum haben die eingeführt? Ohne Witz. Ja, wollen wir eine Runde schlafen gehen, bevor wir weitergehen? Muss. Aber ich will, ich will nicht schlafen. Ich will Skelette töten. Aber ihr seid doch gerade alle noch in der Gegend oder nicht, wenn ihr gerade losgehen wolltet. Ja, wir sind zu dritt. Wir sind alle in der Gegend. Aber es soll dunkel sein. Ihr seid im Nether, es ist egal. Ich brauche Wer auch immer hier ist, der legt sich jetzt besser ins Bett hier. Ich will nicht schlafen. Aber du bist im Haus gerade gewesen, oder bin ich dumm? Ja, aber ich brauche... Wie kann man sich so querstellen? Ich brauche die Dunkelheit für Skelette. Ich will Pfeile fahren. Wir gehen in eine Höhle! Hä? Aber es ändert doch nichts an... Ich glaube, ich habe auch diese Phantome, was... Egal, komm, Mogi, das reicht. Ja, die fliegen da schon eine ganze Weile rum. Also ich glaube, die hast du jetzt nicht mehr. Ja, die sind nur wegen mir da. Ohne, dass die Nacht vorbei ist. Du hast einfach einen Powernap gemacht. Nur der rote Wald. Der rote Wald bringt nichts, ne? Nee, wir müssten zu diesen Liedern. Ich habe keine gesehen, ich höre die ganze Zeit so noch. Ach ja, richtig. Ja, war das jetzt nicht der Riese? Das waren sogar wir beide, die da eine Action haben. Du hast mich sogar gerettet. Da war ich da wahrscheinlich gar nicht. Nein, ich nehme Schaden von irgendwas Unsichtbaren. Komm in den Nether. Okay. Dann nur eine Spitzhacke für mich. Meine ist nämlich fast kaputt. Ich hab noch eine. Au! Ich hab noch eine. Ich hab keine. Ich wollte gerade aus Reflex mein Dia-Schwert nachladen mit R. Man musste hier einfach geradeaus, ne? Das wollte Johnny auch machen, dann war er gemutet für 15 Minuten. So hat es sich zugetragen. War eine gut lange Zeit. Aber vor allem dachte ich, ich wäre nicht muted, weil ich habe ja nichts gedrückt. Ich habe gerade geguckt, ob ich muted bin, und ich habe geguckt, ob ich die Aufnahme aus dem wieder beendet habe. Ich war gerade wieder ein bisschen. Jetzt würde ich auch gerne schauen, ob meine Aufnahme noch läuft. Der May. Da ist ein Gast. Der ist schön. Der ist ja echt riesig. Der macht aber gar nichts hier. Der Wald war doch einfach so gerade müde, oder? Der hat keinen Bock. Danke, pass auf! Pass auf! Die ist ja noch, wie neu. Hab ihn. Ah, ne, das war dieser Wald. Ricky, du machst richtig viel Schaden, ne? Ja. Der hat den stärksten Bogen ever. Stärke 1. Stärke 5 Bogen. Hoppala. Stärke 1 tatsächlich nur. Die halten einfach nichts aus, die Mem. Hattet ihr noch eine Vermutung, wo der Wald ist, den wir suchen? Im Never irgendwo. Ach so. Ja, ich kenne den Wald gar nicht. Was ist ein Never? Das ist vom Bruder Brever. Also vom Brever of the Ever Never Never. Ist das der Never? Der Never. Johnny, Moggy. Ja, ich bin im Never. Melfi sind hier. Oh, stimmt. Die stehen vor dir. Du stehst nur ein bisschen neben dir, ha? Vielleicht gehe ich doch lieber nach Hause und gehe ins Bett. Nächstes Mal, ich stehe über dir. Ich bin auch so müde, ne? Moggy, weißt du noch ungefähr, wo der... Ja, komm, folg mir. Ich weiß, bist du so genervt? Oh, er hat mich gefragt. Ich bin nicht genervt! Ja! War das genervt von Ricky oder nicht? Natürlich war es ultra genervt. Sehr genervt und das war nicht böse gemeint, es tut mir leid, ich hab euch alle lieb. Patzig! Ich mag patzig. Patzig ist für süß. Patzig ist putzig. Ja, wirklich. Nee, das ist das Gegenteil von Ricky. Ricky kommt in seine rebellische Phase. Also nicht die Emotion ist putzig, sondern das Wort. Oder war das nicht da? War das nicht jetzt hier lang, May? Ricky, wir standen vor genau 5 Minuten hier. Sicher? Ja! Aber das war auch hier, oder? Ja, ich bin der Meinung, hier runter denn. Ich drücke jetzt mal auf K. Oh.
Oh, sieht das ohne Shader hässlich aus. Sieht das ohne Shader? Ja, sieht das scheiße aus. Man kann nicht mal weit gucken damit. Wollte ne? Shader sagen. Nee. Stimmt, man sieht ein bisschen weißer. Ist er noch, schwerer denn? Der ist so neblig hier. Ja. Mensch, oder die Ränder des Ganzen ist einfach nur. Mein Lieblingsgebiet hier. Also vielleicht. Ne? Vielleicht nimmt er so. Ricky kann, also Ricky jetzt hier an diesen ganzen Kloster und vorbeigehen kann ohne Probleme. Ja. Es kostet ihn so sehr im Finger. Ja, ich muss auch gerade mich zusammenreißen. Ich will daraus hier was Leuchtendes bauen. Oh, Vorsicht. Ach was. Ich fände es so super, wenn du daraus was nicht Leuchtendes bauen würdest. Ich habe die Befürchtung, dass das doch nicht hier lang war. Ach, Ricky, ey. Das war der Wald, wo Fuli eine Zeit lang gefangen war, oder? War das nicht durch den Wald? Ja, aber das war kein Lilaner. Pass mal auf, wir hatten doch beim Eingang irgendwo. Sind wir doch so einen unterirdischen Weg gegangen, der Rückweg. Ja, stimmt. Nee, da warst du gar nicht dabei. Was sagst du? Ja, stimmt. Du warst da tot. Das hat Ricky auf einmal. Das waren Hockey Wave und ich. Was? Pass auf. Hier? Hier. Nee, da nicht. Hier ist. Da. Hab ich doch gesagt, hier. Oh, ich und da Angst, kommen wir ey zum Wald? Nee, zur Festung, ne? Nee, warte, welcher Wald? Nee. Ihr wolltet zur Festung gerade. Ich dachte, wir suchen die Festung. Alter, nein. Aber warte, Wald, wo die Ändermänner sind. Nee, bei dem Wald habe ich keine. Ach, der Wald. Dann haben wir Hand, pass auf, um zum Wald zu kommen. Ich weiß es wirklich ungefähr. Ja, ich glaube. Und zwar, wir hatten irgendwo diese riesige Steinbrücke gebaut aus Cobblestone. Ach, dieser Penis. Aber so langsam vor, ja, da drüben ist die Brücke. Gekommen, ne? Ah, okay, gut. Okay, die war beim Pimmel. Wir sind auf dem Track. Auf dem Track. Ich hoffe, also Fuli hat sich zwar hier irgendwo mal verlaufen, aber ich weiß nicht mehr, ob wir so hier hinkommen. Immerhin sind wir auf dem Track und nicht so wie Johnnys Schienen. Oh shit. Wow, yes. Wow. Oh mein Gott, der hat mich so geroastet. Scheiße, ich wurde gesmoked. Fuli ist hier rüber geschlichen beim ersten Mal. Lauf jetzt, Johnny. Ich schleiche immer rüber. Warum? Oh, wollen wir gleich umdrehen und gucken, weil ich die Tendenz dazu habe, bei so einem Quatsch gerne mal einfach runterzulaufen. Man muss einfach nur geradeaus. Ist er da hinten? Man muss einmal aimen und dann geradeaus. Wurde gerade stehen geblieben. Nee, hab ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass du mich. Ich muss das Fernrohr nutzen, um Fully anzuschauen. Ich schieb sie doch nicht runter, Maeve. Maeve, Johnny. Das ist so niedlich. Guck mal hier. Du siehst aus wie ein Peanut, Fully. Aua. Also irgendwie, weißt du, weil die laufen auch so ohne ihre Knie zu nutzen. Fully, komm jetzt. Ja! Es ist wirklich, wenn du W drück W und erst der G, es kann nicht viel schief gehen. Lass mich doch einfach so rübergehen. Ich hab Höhenangst, okay? Dann schau doch nicht. Es ist ein quadratisches Spiel, Fully. Du musst einfach nur gerade ausschauen und rennen. Es ist für mich sehr viel angenehmer, wenn ich so mache. Aber du kannst dich nicht veraimen, weil. Du musst einmal. Ey, wie oft bist du runtergefallen und in die Lava geschwommen? Alter. Nicht von der Brücke. Ich bin von der Brücke aus nur über die Lava gefallen, Fully. Ich auch. Ja, von der Brücke halt. Aber sonst? Auch nicht von Brücken. Das waren immer. Nein, nee, ich bin einfach in Abgrund. Ja, das waren immer so türkische Löcher im Boden. Ja. Tut mir leid, dass wir da manchmal runterfallen. So, und jetzt, hier drüben war ja doch irgendwo der Wald, oder? Ich dachte in die andere Richtung, ehrlich gesagt. Aber ich dachte auch in die andere Richtung. Nee, wir sind hier ewig weiter gelaufen. Ja, und irgendwann kamen wir beim Wald. Ja, ihr seid ewig gegangen und dann zu uns gestoßen. Und dann wollten wir backtracken und dann haben wir den Wald gefunden. Keine Ahnung, ich folge mal den Cobblestones. War das Skelett von links? Ich guck mal, gesehen. Hier war. Also Skelette noch aber hier sieht es auch nicht vertraut aus. Brauchen wir Skelette? Ja, für Pfeile. Ja, ja, weil die zu craften ist ätzend. Ja, noch wäre es sehr leicht, hierher zu finden. Diese Steinbrücke ist ein guter Wegfindepunkt. Ja. Habe ich gerne gebaut. Aber ich glaube, ihr seid auf dem richtigen Weg, weil hier sieht es doch irgendwie scheiße aus. Und ich glaube, ich habe gerade einen Enderman durchs Fernglas wieder angelockt. Ey, das ist gut. Aber ist okay, ich will den natürlich. Wir suchen doch Endermänner. Ich weiß. So, hier haben wir die komischen Buchstaben. Oh, oh. Pass auf, rechts ist ein Gast. Oh mein Gott, Rogi. Oh Gott. Er ist da. Pigman. Oh, mich trifft ein Skelett. Ja, ich rum. Okay. Oh nein, ich hab einen Pack was zur Hölle? Mit Pfeil. Was zur Hölle? Oh, guck mal, da kommen sie alle. Oh, guck mal, ich krieg das. Es tut mir leid, dass ich wieder das Schwert in der Hand. Es tut mir leid. Die sind alle aufgebracht. Auch einmal aus Versehen kann ich dir gedacht habe, es wären. Kann ich euch wieder beruhigen irgendwie? Nope. Lauf. Oh mein. Greifen die uns auch an, oder? Ich war so nicht ready für die Scheiße. Ich hab meinen Hut ausgemacht. Vielleicht kommt ein guter Screenshot für den Thumbnail. Oh, Ricky, stark. Ich hab Männer umgebracht und nicht umgebracht. Stark. Ja, die gehen mal an die Thumbnails. Oh, oh. Das muss ich sehen. Oh, oh. Nein, geht weg. Nein. Lass mich in Ruhe. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich hart leid. Hilfe.
Kann mir jemand helfen? Wie krieg ich die wieder beruhigt? Ich werde mich nicht mit denen anlegen. Ich will mich auch nicht mit denen anlegen. Du musst, glaube ich, rausgehen aus dem Nessa. Okay, ich geh wieder zurück, ja? Naja, suchen wir ich den bald. Ja, okay. Findest du ich? Oder, also ich oder seht ihr auch da bei diesen fliegenden Inseln so einen Sonnenbrillen-Smiley? Ja, ich seh's. Jungs, finde ich euch noch, wenn ich den Cobblestones folge? Ja. Ist so scheiß cool. Ich hab mich verlaufen im Never. Und ich verfolge mich immer noch. Alter, zwei Gastrillen. Der Wald ist hier aber auch nicht, oder? Und Ricky hat sein eigenes Abenteuer erlebt die ganze Zeit. Ein bisschen wie so ein Spiel. Und gibt's nur Schweinemännern. Och, Ricky, wie hast du das denn jetzt geschafft? Er hat den Rückweg nicht gefunden. Ist das ein Scheiß? Ich seh den Wald! Nice! Alter. Oh mein Gott. Morgi hat das große Tal. Oh, jetzt muss ich mich selbst hochbauen. Ein Baumstern. Ja, baue ich mal kurz selbst hoch. Ich weiß nicht ganz, wie man gegen Endermänner kämpft, also. Hast du das Boot, Morgi? Bist du alleine? Probier das mit dem Boot aus. Das ist ein Enderman, ich hab wieder angeschaut. Morgi, probier das mit dem Boot aus. Oh nein. Was soll ich machen? Das Boot platzieren. Nicht in die Augen gucken. Das Boot einfach nur auf den platzieren. Enderman das Boot platzieren. Nee, auf dem Boot. Unter den. Okay. Ja, nicht unter, vor. Ja, ich weiß nicht, wohin es jetzt. Der teleportiert sich. Ach so, und du kannst dich schon mal unter einen Stein stellen, der genau über deinem Kopf ist. Dann kommt er nicht an dich ran. Ja, weil er zu groß ist. Endermans Bekämpfen ist eigentlich relativ. Ja, einfach. Also man kann Fehler machen, aber wenn man. Ich stehe unter dem Baum, der direkt über mir ist, und zwar ich auf die anderen. Zwar ich auf Verstärkung. Das klingt richtig. Ich bin gerade. Also. Ich hab ChatGPT gesagt, dass er eine Geschichte schreiben soll von Ricky, der in Lava gefallen ist. Okay. Es war einmal ein tapferer Minecraft-Spieler namens Ricky, der sich auf ein Abenteuer ins gefährliche Nether wagte. Ricky war bekannt für seine Abenteuerlust und seine Fähigkeit im Spiel, aber dieses Mal sollte er seine Lektion lernen, die er so schnell nicht vergessen würde. Wir haben gerade getrunken. Ich habe meinen Bildschirm angespuckt gerade. Ricky betrat das Nether mit seiner besten Ausrüstung und einem festen Entschluss, wertvolle Ressourcen zu sammeln. Alles schien zunächst gut zu laufen. Er kämpfte gegen Ghasts, wehrte sich gegen Zombie-Pigmen und sammelte fleißig Glowstone ein. Ja, das schadet er tatsächlich. Das macht er wirklich die ganze Zeit. Doch dann geschah das Unvermeidliche. Ricky stolperte, verlor das Gleichgewicht und fiel direkt in einen Lavastrom. Das Unvermeidliche. Als Ricky im flüssigen Gestein versank, konnte er ein lautes Lachen von Maeve und Fully hören. Zwei Freunden, die ihn auf seinem Abenteuer begleitet hatten. Die beiden hatten sich einen sicheren Standpunkt ausgesucht und beobachteten das Drama, das sich vor ihren Augen abspielte. Mann, Ricky, das wäre ich keine Glanzleistung, rief Maeve und lachte herzlich. Fully gesellte sich dazu. Ich dachte, du wärst Minecraft-Profi hier. Lava? Ernsthaft? Das wäre genau wieso ist Fully so getroffen? Würde. Ja, das wäre was ja. Ich glaube, was er sagen würde. Würde er halt wirklich. Hallo. Ja. Hallo. Hi. Ricky, der sich mühsam aus der Lava kämpfte, war von Kopf bis Fuß mit roter Lava bedeckt. Er sah zwar nicht besonders heldhaft aus, aber er konnte den Spaß verstehen. Mit einem Augenzwinkern sagte er, ja, lacht nur, aber ihr werdet sehen, ich werde mich wiederholen und dieses Missgeschick wettmachen. Maeve und Fully halfen Ricky, sich zu reinigen und wieder zu bewaffnen. Nachdem sie sich alle beruhigt hatten, setzten sie ihr Abenteuer im Nether fort. Ricky, nun vorsichtiger und mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht, bewies seinen Freunden, dass auch ein Held mal einen Sturz in die Lava verkraften kann. Die Geschichte von Rickys Lava-Tauchgang wurde zu einem Running Gag in ihrer Minecraft-Welt. Und immer wenn jemand in Lava geriet, erinnerten sie sich schmunzelnd an dieses Abenteuer im Nether. Manchmal sind es gerade die unerwarteten Missgeschicke, die das Spiel so unterhaltsam und die Freundschaft in der Welt von Minecraft so besonders machen. So sieht's doch aus. Alter. Ja, Mann. Und am Ende setzten sie sich zusammen in die Taverne und aßen und tranken gemeinsam. Ja, das war lass das Enderman töten. Warte, okay. Folgenende. Ich muss nämlich auf die Toilette. Nein, was? War eine tolle. Das Folgenende ist jetzt? Oder nicht? Ja, dachte, wir haben schon. Die Folge geht fast anderthalb Stunden. Ah, okay, die Folge startet im Wald, okay. Ja. Okay, bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Auf die Folge. Tschüss.